Was geschieht hey! Jetzt? Hey, I found her! Down here! Lauf ich weg? Will ich denn überhaupt... Oh mein Gott! Was ist hier drin? Are you out there? What the f... Ein neues Intro! Ist wie ein neues Leben! Na, 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 na! Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu YouTubes besten Grund, den Überspringungsbutton einzuführen. Apropos gute Erfindungen. Das ist so klar, dass das gut ankommt. Schatz, ziehst du bitte die Lampenvorhaut zurück? Ich möchte schlafen. Ah! Wobei, mein Schlafzimmer würde dann wahrscheinlich so aussehen. Wie es im ewigen Schlafzimmer aussieht, ist eine gute Frage für diese Episode. Wir haben noch 3 Endings offen bei The Mortuary Assistant. Und ich habe mir gedacht, wir spielen eine Runde Fortnite. Also es ist so, ich habe mich informiert, was getan werden muss, ja. Aber ich probiere das jetzt möglichst in diesem Video abzuhandeln, Leute. Und nehme euch mit auf diese spannende Reise zwischen dampfenden Muttermalen, PVC-Schläuchen und einer kleinen Portion. Alter! So, pass auf. Wir müssen, glaube ich zumindest, wenn das nicht eh schon sowieso in jedem Durchgang das gleiche ist und genauso passiert wie im vorherigen, Glück haben mit gewissen Horror-Event-Szenen. Weil wenn wir bestimmte Halluzinationen erleben, können wir Aktionen ausführen, die dazugehören, um dann die jeweiligen Endings freizuschalten. Das klingt jetzt extrem vage, ich weiß. Ich werde euch das aber zu der entsprechenden Zeit erklären. Und hier soll es jetzt, soweit habe ich das zumindest gelesen, irgendwie so eine Art Münzen geben. Die sollen hier versteckt sein und wohl irgendwie dafür sehr wichtig sein. Ah, hier, genau. Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet. 5-Year-Coin. My Dad's Sobriety Coin. Oh, ich glaube, das kommt von Sober. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich schätze mal, das ist wie so eine Art Auszeichnung für... Eben in diesem Fall 5 Jahre Nüchternheit. Das heißt, ihr Dad ist Alkoholiker. Und das hier? Oh, 10 Jahre. Sie ist auch Alkoholikerin. Dann hat das Ende, was dazu gehört, auf jeden Fall was mit ihrer Person und der Geschichte ihrer Vergangenheit zu tun. Das, die Kette von meinem Vater. Love you, Dad. Oh, okay. Das sind ganz persönliche Artefakte. Gut, dann machen wir mal weiter. Und wie kommen wir dazu? Natürlich, indem wir den richtigen Dämon verbrennen und den korrekt benennen. Das ist so der einzige Weg, weil das Schlechte haben wir ja jetzt schon gesehen. Wie gesagt, falls ich diese bestimmten Szenen nicht erwische, dann lasse ich mir einfach offen, ein anderes Ende zu machen. Wir müssen mal gucken, was passiert. Das kann ich jetzt irgendwie nicht sagen, aber wir schauen uns das mal an. Zum Glück gibt's zu. Wir müssen ja auch noch in den Keller. Wenn wir da reinkommen, und ich weiß auch schon wie, aber wie gesagt, da brauchen wir ein wenig Glück, dann kriegen wir noch ein anderes Ende. Aber eins nach dem anderen. Und das dritte, was fehlt, das ist, wenn wir das Gute einfach ganz normal nochmal freischalten. Das leuchtet hier. Oh. Die sind jetzt hier. Warum sind die hier? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die muss ich auf jeden Fall in der Hand haben. So viel steht fest. Das ist in meinem Schubfach. Die habe ich da abgelegt. Okay, ich verstehe. So. Brauchen erstmal den Code 092047. 092047. 092047. 092047. So, das ist korrekt. Jetzt können wir den korrekten Namen erfahren und was den richtigen Dämon angeht, das ist, glaube ich, eine Frage der Zeit. Yes! Ich mache mich mal ran, das ist ja prinzipiell immer das Gleiche. Ich werde mich zurückmelden, wahrscheinlich irgendwann, wenn ich anfange zu schreien, mir das Spiel zu gruselig wird. Ihr wisst Bescheid. Eure Trommelfälle sagen euch genau, wann es soweit ist. So, was haben wir hier? Marilyn Harrell, Theodore Sims und Sanford Anderson, Alter, die ganze Royal Family hier versammelt. Na gut, machen wir wie immer von hinten, würde ich sagen. Ist eher meine Lieblingsreihenfolge. Oh, du. Warte mal. Den hat man. Hat man den jungen Mann schon? Ich glaube, das ist ein neues Model. Aha. Ich glaube, by the way, es gibt noch einige Scares, die wir einfach übersehen haben.
Zum Beispiel werde ich so oft darauf hingewiesen, dass hier jemand vorm Fenster steht. Ich gucke da gar nicht hin. So, euch fällt das halt auf, ist klar. Aber teilweise habe ich auch gesehen im Video, so als ich das geeditet habe, dass hier oben auf der Stange jemand hängt und so. Das ist so amazing, wie viel hier noch eingebaut ist. Aber wie gesagt, man kriegt es halt manchmal alles selber nicht so richtig mit. Vor allem, wenn es halt keine Geräusche macht. Das ist, was ich meine. Wenn es mich anblägt, dann, merke ich das schon meistens. Aber, ich bin so fokussiert auf meine Arbeit. Wehe, ich werde nicht Mitarbeiterin des Monats. Oh, hier ist schon Dämonenaktivität. Hier. Okay, alles klar, das ist so eine seitwärts gekippte, ja, wie so eine 3. Oder so ein B, könnte man sagen, mit einem Haken. Alles klar, das suche ich mal. Weil wie gesagt, egal welches Ende wir machen, wichtig ist, dass wir ihn korrekt benennen und den richtigen Körper finden. Das müsste, was könnte das sein? Das hier bestimmt. Ich schätze, das ist das hier. Ich glaube, das kann nicht anders sein. Okay. Damit grenzt es sich schon mal ein. Ich warte aber mal noch den nächsten Buchstaben ab. Oh! Oh, Alter! Was sagst du? Was willst du? Hallo? Oh, Digga. Ich kann das nicht einfach anmachen. Was möchte er denn? Oh, ey, ich hab Gänsehaut, Junge. Sorry, Mister, aber wir müssen Sie jetzt komplett entleeren. Sie sind nicht nüchtern zur Behandlung erschienen. Ich hab gesagt, ausbluten lassen. Sie sind der Anweisung nicht nachgekommen, der Fachgerechten. Jetzt müssen Sie die Konsequenzen tragen. Boah, ich kann nicht. Was mache ich denn jetzt mit dem? Ich weiß nicht. Hallo? Mister? This is all your fault. Oh mein Gott! I regret every second with you. Time is running out, Rebecca. Also für mich ist es jetzt auch nicht ein unbedingtes Vergnügen, muss ich sagen. Schnell, mach den alle, dann kann er sich nicht mehr bewegen. Hab ich schon so einen Zettel, so 9? Nee, hab ich nicht. Oh! Wo? Hier! Alles klar. Sehr gut. Zeit effizient genutzt. Das ist das hier. So. Wunderbar. Wir haben schon... Ich guck schon mal nach. Ich guck nicht nach, weil das Gerät macht übel Terror. Komm. Lutsch den aus, Alter. Wie viel Saft hat der denn? Meine Güte. Okay, so ein B und so ein komisches Baumdingenskirchen. Wie soll ich denn das beschreiben? Ich weiß, ihr habt es ja selber gesehen. So, jetzt gucken wir mal. Der letzte Geist war der von Desolation. So, jetzt schauen wir mal. Dieses Baumdingens, das hat keiner. Es ist keiner. Huch, es ist keiner aus diesem Haus. Scheint zumindest so. Oder ich bin jetzt blind. Moment mal. Hier? Das könnte es sein. Das ist es auf jeden Fall. Und dann dieses B. Oder wie auch immer man das benennen möchte. Das ist Covers. Es muss Covers sein. Die können wir schon mal in die richtigen Reihenfolgen bringen. Ich glaube, wenn du 2 Symbole hast, dann ist es meistens so, dass du das eigentlich schon erkennen kannst. Ich meine, wir haben jetzt den anderen noch keine Chance gegeben. Wir könnten das abkürzen und den gleich verbrennen und dann so auf gut Glück. Aber ich will auch meine Zeit nicht verschwenden. Okay. So, gut. Machen wir das mal. Moment, der muss da unten hin. So. Der Baum ganz rechts. War das so? Ja. Ich glaube, das ist richtig. Und die anderen sind noch leer. Also das, der muss noch weg. Der muss hier ersetzt werden. Gut. Sehr, sehr gut. Ich nehme mir einen neuen Zettel. Und mach dann weiter mit dem Kerlchen hier. Der will Aufmerksamkeit, habe ich gehört. Oh no! Wer da? Witzig! Wir haben geschlossen! Heute geschlossene Veranstaltung! I'm sorry! Oh Mann, ich weiß. Nach Corona sind alle verrückt auf Events, aber nicht hier, nicht heute, nein. Ist mir genug Action hier. Ja, das ist auf jeden Fall das Korrekte. Alles klar, ich wollte nur noch mal kurz gucken. So. Jetzt steche ich dir einen zweiten Bauchnabel, mein Freund, und dann geht's ab.
Ey, yo, guckt Freddy nicht übelst concerned? Ist er nicht irgendwie so übelst irritiert, das, was passiert? Es scheint so nicht so für seine Augen bestimmt zu sein. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. So, Moment, was muss ich jetzt noch tun? Mix Cleaners in the Bathroom. Genau. Wait. Wie muss ich das nochmal machen? Das, wie war denn das? Hier rein und, okay. Ich glaube, das war korrekt. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, seit ich das gespielt habe, also beruhigt euch bitte. Was machen wir da jetzt mit? Achso, hier rein. Right? Yes. Okay, okay, okay. Kriegen wir denn schon mehr von dem Namen? Ich meine, wir wissen ihn eigentlich schon, aber ich will es gerne noch confirmen mit dem letzten Buchstaben. Oder Symbol, oder... Entschuldigung? Ne? Schade. Gut. Ah, ihn hier, genau. Das heißt, das ist ein anderes Model. Den haben wir noch nicht gesehen. Okay, verstehe. Der hier, der Grinsebacke vom Dienst, Alter. Der macht mir immer Sorge. Der ist halt meistens, Alter. Der liebt den hitzigen Aggregatzustand. Vielleicht kann ich ihm dabei helfen. So, komm mal her, mein Jungs. Alter. Guten Tag. Na, Ümchen? Willst du mir Bescheid sagen, dass du Kekse gebacken hast? Ich wusste es. Du lässt mich hungern zurück. Frech finde ich das. Are you sure? Was? Hä? Darf ich die Konversation bitte nochmal hören? Irgendwas ist komisch. Okay, ich weiß nicht, was die gerade gelabert haben, aber falls ihr mich inkludieren wollt in euer soziales Miteinander, dann gerne. There we go. Hello? I need to report a missing person. Sorry. Her name is Rebecca Owens. She's 14. She has a drug problem. Okay. I don't know. Das ist sehr interessant. At the house. Slit your wrist. I understand. Oh, Alter, I need slit your wrist. Alright. Alright. Okay. I'll keep an eye out. Thank you. Ich verstehe gar nicht so richtig, wie das funktioniert. Also es kommen immer mal also das Spiel weiß, wie weit wir sind. Offensichtlich. Weil diese Anrufe, diese Exkurse in die Vergangenheit unseres Protagonisten oder unserer Protagonisten hier. Oh mein Gott! Die sind neu! Und die sagen uns immer mehr mit jedem Durchgang. Hello? I need to report a missing person. What? She has a drug problem. Das war genau der Anruf. Ich kann mich nicht bewegen, ich kann gar nichts tun. Rebecca! Rebecca! Das ist mein Vater, ne? Ich bin bestimmt weggelaufen. Von einem Vollsuff oder so. Bestimmt mein Dad. Da war ich 14. Sir, I'll just right up there. I'm coming back. I'm coming right back. Was geschieht hey! Jetzt? Hey, I found her! Down here! Lauf ich weg? Will ich denn überhaupt... Oh mein Gott! Was zum... Alter, hat mich das erschrocken! Junge, ey. Ich wollte gerade sagen, will ich überhaupt gefunden werden? Oh Mann. Oh Mann. Ganz close. Wait.
Hier. Das ist, okay, das kann ich mir auch merken. Okay. Ich nehme erstmal das. Misch das hier zusammen. Alles klar. So, wie sieht denn das aus? Wie so eine, wie so eine H, was zur Seite gekippt ist. Oder ein N. Mit so einem kleinen Haken. Ist okay. Finden wir bestimmt das hier. Eindeutig. So, habe ich das jetzt an der richtigen Stelle? Ist das hier, wie heißt der, Corvus oder so? Ah, das muss da hin. Oh, ich hatte es schon richtig. Lol, hatte ich das zufällig richtig? No way. Oh, come on. Okay, also das ist jetzt auf jeden Fall eindeutig. So, hier kommt die 3 hin und hier unten das H. Das ist doch diese komische Kringel 3. Ja, alles klar. Also das Ding, das haben wir schon mal. Das ist fertig. So, jetzt machen wir nur noch den Tank sauber. Wir wissen halt noch nicht, welcher Demon das ist, ne? Und wir haben noch keine von den Szenen, die uns ein neues Ending freischalten. Aber wenn wir einfach das alles nochmal korrekt machen, dann kriegen wir das zweite. Das ist quasi wie das erste, nur halt eine andere Szene. Da müssen wir nichts Spezielles tun für. Das irritiert mich so, dass der grinst, Alter. Ich könnte ihn ja irgendwann nochmal untersuchen, ob er irgendwelche Male hat oder so. Ich weiß nicht. Das verunsichert mich total. So, das ist erledigt. Ich glaube, ich brauche nur noch das. Ja. Ja, das wischt sich wie von selbst, Alter. Schön eingeölt ins Nirvana. Alles klar, Dr. Grinschen. Jetzt kommen Sie mal mit. Jetzt im Expressflug direkt in den Ofen. Ich könnte noch eine Scheibe Käse drüber legen oder so, wenn Sie wollen. Ist sehr beliebt bei den Kunden. So, da haben wir sie wieder. Was hat sie denn da über der Stirn? Digga, Zorro für Arme oder was? Okay, Moment mal. Ugh. Oh nein, es ist dunkel. Da steht, er wartet irgendwie auf mich. Come on. Ich bitte euch, 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 ich bitte euch. Das war alles? Ihr könnt mir nichts anhaben, wenn ich die Tür zumache. Ich kann die Tür nicht zumachen. Touché! Ist okay. Ich kann nirgendwo hin. Kommt sie näher? Oh mein Gott! Ist gut, ist gut, ist gut. Ich hab's verstanden. Alles easy. Chillt doch mal. Macht doch nicht immer so einen Stress, yo. Boah. Ich kann gar nicht sagen. So, keiner von denen hat mich wirklich heimgesucht. Außer halt, was ist denn hier jetzt? Außer der Erste, der mich angequatscht hat. Aber ich weiß halt nicht, ob das irgendwie eine große Bedeutung hat. Ich höre es flüstern. Ich muss vielleicht irgendwo hin. Ich bin mir noch nicht sicher, was das bedeutet immer. Nicht los, nicht los. Ich guck mal nach vorne. Sieht auch nicht so aus. Nee, alles okay. Gut. Oh mein Gott! Hoi! Na, grüß dich, Brudi! Oh, Alter! Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht! Dass mich das doch immer so schockiert, ey! Alles gut! Ey, die können das Ding bitte noch leiser machen, das ist so unangenehm! Man möchte halt eigentlich sofort den Raum verlassen, so, wenn man die Pumpe anmacht. Oh Gott! Man möchte aus vielerlei Gründen den Raum verlassen. I follow you. Deep into the dark, baby. No, I'm not going. I hate you. Please, don't. What? I miss you so much. Is this the Sarg vom Vater? Anything anymore. I don't want to be here without you. Please, just. I love you. Oh, man. Somebody, get me out of here!
Nothing! Nothing! Oh, nothing! High risk. Ey Junge, wenn man bedenkt einfach mal, dass das ein einzelner Entwickler ist, der hier dran gearbeitet hat. Macht es euch einfach nur klar. Antidepressiva. Okay. Rebecca, oh, das ist meine Dosis. Verstehe. Hey, wo muss ich hin? Hier hin? Da ist ein Schlüssel. Keys. High-Risk-Ring. Oh no. Ich muss genau dahin zurück, hä? In die Hochsicherheitstraktür da. Sympathisch. Man wird nett empfangen. Das ist die Szene. Die ist nur anders. Oh, ich habe die Chance auf ein anderes Ending. Oder? Wait. Moment. Ich glaube es zumindest. Ich kann dir das geben. Die Münze. Ja? Und jetzt die andere. Bitte? Machst du die Hand auf? Ich... I don't know. Ich weiß nicht, ob es das auch freischaltet. Ich kann dir die andere Münze nicht geben. Die Szene, von der mir erzählt wurde, die findet da am Flur statt, im Trakt Richtung Kühlhaus. Da haben wir ja in der letzten Folge gesehen. Die hängt da so, also unser Charakter. Und wenn man rankommt, macht die ihre Hände so auf. Und dann muss man die Münzen reinlegen. Das ist der Punkt. Aber jetzt macht sie nur eine... Also sie hat beide Hände auf, aber man kann nur eine reinlegen. Vielleicht ist das anders. Je nachdem, was man vorher gemacht hat. Ich sitze hier und halte die Münze fest. Ich frage mich, ob ich... Oh, deine Münze. Das sagt sie zu ihrem Vater. Ich frage mich, ob du jemals eine eigene hast. Oder wenn sie das ist, die das sagt. Ich meine, was wäre überhaupt der Sinn? Eines Tages würde ich hier sitzen und meine eigene festhalten. Egal wie viele Jahre da drauf gepresst sind. Ich würde immer die anderen in meiner anderen Hand halten. Das ist ein Hinweis darauf. Never changing, stuck forever. Okay, es wird sich niemals ändern. Ich bin hier gefangen. Es wird mich immer daran erinnern, was für ein Leben ich gehabt haben könnte, beziehungsweise dass das, was ich habe, verkürzt war. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also, ich habe aber die... Wait, was ist zum Teufel ist das? Das passiert, wenn ich Tab drücke. 5-Year-Coin, 10-Year-Coin. Ich hab halt beide noch. Und nun? Oh! You should have died when you had the chance. Du hättest sterben sollen, wenn du eine Chance hattest. Übelst krasse Szenen, Alter. Und es ist jedes Mal was Neues. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hätte das Symbol des Dämons finden sollen. Für das Haus. Aber das ist ja eigentlich auch ziemlich egal. Wait. No. Hier irgendwo. Draußen. Im Bad. Im Bad ist das Letzte. Das muss diese komische, verzwirbelte 3 sein. Mit Sicherheit. Nicht? Wait, wo ist es dann? Dann muss es draußen sein. Okay, das ist interessant. Ich will nur wissen, wo das ist. Deswegen gehe ich schnell mal da vorne um die Ecke. Hier irgendwo? Nee? What? Wo denn dann? Okay, super merkwürdig. Oder hier lang. Ach so, hier lang. Ah. Ja, okay. Oh, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist trügerisch. Ich bin mir nicht sicher, wo hier das Symbol sein könnte. Da ist es. Das ist die 3. Aber welcher von denen ist es jetzt? Ich meine, ich bin noch nicht fertig, aber... Das ist super strange. Ah, da kommen wir der Sache auf jeden Fall schon näher. Ich glaube, ich muss das Zeug hier noch reinkippen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder habe ich das schon? Nee. Ich glaube, ich habe das schon.
Okay, naja, mal gucken. Ich glaube, ich muss die jetzt an der Seite aufmachen da. Nee, das nicht. Boah, ich bin voll durcheinander. Nein, das... Oh, Öhmchen! Grüß dich! Na, was geht? Ja, erzähl mir einen Schwank aus deiner Jugend. Ist schon lange her, ich weiß. Oh Gott. Die rastet gleich richtig aus, wenn ich weggehe. Nee, ich muss diesen ganzen Scheiß hier nochmal droppen. Es tut mir leid. Ich bin gerade so durcheinander, weil ich überflutet bin mit Input hier gerade. Weiche, Dämon! Weiche! I'd love to come in. Oh Mann. Die Oma! Ich habe aber keine Großmutter, die ich hier einbalsamieren soll. Das heißt, ich weiß immer noch nicht, welcher Körper der richtige ist. Bitch! Wasch dir mal deinen Mundwerk. Im Badezimmer ist vielleicht ein bisschen Seife. Ich bitte dich. Moment. Habe ich sie jetzt schon aufgeschnitten? Was muss ich denn machen? Ich kann ja einfach... Ach so, ich habe das alles schon gemacht. Boah, wie gesagt, ich bin voll verwirrt, Alter. I'm super sorry für die Unordnung hier gerade. Aber es ist gerade alles sehr, sehr viel auf einmal. Ich glaube, ich hoffe, ihr versteht das. So. Die bekommt ein Loch in Wand. Das passt. Ich muss mir die alle nochmal angucken, ob die irgendwo irgendwelche Symbole am Körper haben. Das wäre ein Hinweis. Der lacht halt immer noch. Aber das sagt mir nichts. Und du hier? Was ist mit dir? Irgendwas Auffälliges? Ich meine, das hatte der schon. Nee, kann man auch schwer sehen. Die muss man wahrscheinlich da auf die Trage legen. Schade, Alter. Ich weiß halt gar nicht, wen ich jetzt verbrennen soll. I don't know. Okay, wenn sie jetzt nirgendwo irgendwelche Symbole hat, dann nehme ich den ersten. Weil der ist immerhin aufgestanden, hat mit mir gequatscht. Ich meine, sie hier ist auch aufgestanden. Aber ich habe die jetzt alle nochmal kontrolliert. Das war hier irgendwie unsignifikanter. Warum ist hier eine Lupe? Ich glaube, das ist nur ein Bug, weil der Cursor feststeht. Schade. Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, weil das Symbol des Hausdämons, das wird immer ersichtlicher. Wenn ich nicht Game Over gehen will, dann muss ich jetzt jemanden verbrennen. Und zwar sehr schnell. Sie grinst halt auch ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, es ist der Erste. Obwohl ich halt immer bloß die Oma gesehen habe. Die mich gespukt hat. Aber I don't know. Ich weiß nicht, ob man den vorne hinfahren muss, um da die Markierung, diese Platte draufzulegen. I don't know. Ich gucke mal. Take Mark. Komm mal her. Ich hoffe, ich kann es da drauflegen. Ah, kann ich natürlich nicht. Verdammt nochmal. Okay, alles klar. Wir fahren ihn da vorne hin und dann machen wir es. Falls es jetzt der Falsche ist, dann... Weißt du nicht, dann ärgere ich mich richtig, weil... das Problem ist, dann habe ich quasi nichts Neues geschafft, außer dass ich euch erklärt habe, wie man es machen könnte. Sagt er irgendwas? Naja, gut. Ja, aber das sagen die immer, richtig? Ich weiß nicht. Ich habe niemanden in der Hallway stehen sehen von denen. Keiner hat sich irgendwie sonst komisch verhalten, außer er. Das ist jetzt halt, das könnte ich jetzt halt raten. Mal gucken. Okay, let's go. Was kann man eigentlich hier mitmachen? Storing Ashes. Ja, keine Ahnung. Ich werde ihn jetzt einfach mal verbrennen. Ich riskiere es. Ich hoffe, wir kriegen mindestens das zweite. Boah, ich bin mir nicht sicher. Oh oh. Okay. Das ist ja immer dieselbe Szene hier. Kommt gleich auf mich zu. Und dann ist die Frage, was geschieht.
Oh, ich bin so gespannt. Oh nein. Bitte lass das kein Fail sein. Bitte nicht. Good morning. Oh. It's nice not to be the one down there for a change. Raymond? I suppose a first name basis is in order. Wait. Did I make it? Is it over? For now. It's never really over. Ist das erste Ende nochmal? It's a long way. It's a lot to learn. I'm so glad I'm here. Warte mal. I know it's disorienting. You'll get used to it. Ich bin mir gerade nicht sicher. You should head home and get some rest. Every night can be different. Es war der richtige Körper, aber by the way. I think I'm fine. Are you sure? You seem out of it. Oh, I've just been waiting. Oh nein, das ist das schlechte Ending! So long. Oh! Okay. Oh no. Schade. You chose the wrong das war body. Absoluter Fail. I'm Rebecca. Super sorry. Rebecca's not here, you fucking idiot! Was zum... Boah, ich will das nicht aufmachen, Mann! Oh Gott. Hui! Okay, bye! War nett mit dir. Ich wollte eh nicht nachgucken. Bäh. Lol? Hallo? Nee, da nicht. Hier irgendwo? Dude, wo? Hier lang wieder. Nee? Ja. Aha. Interessant. Ja. Eindeutig. An der Tür. Okay. Der Beyblade, Junge. Easy. Okay. Neue Runde, neues Glück, würde ich sagen. Der hat sich gerade bewegt. Das ist ein ziemlich eindeutiges Indiz. Und der freut sich so. Oh mein Gott, okay. Ich glaube, wir haben ja einen Kandidaten. Wer quatscht? Oh, Alter. Alles klar. Es kann natürlich täuschen, aber... Irgendwer hat gerufen. Oh Mann, es passieren sofort übelst viele komische Dinge. Wenn ich den da raushole. Ja. Und dann neben der Tür. Das ist wieder diese... Diese gekippte 3, denke ich mal. Ne, dieses komische B. Genau. Und ich habe halt auch schon einen Anhaltspunkt, wer das von den Herren da sein könnte. Warte mal, wir gucken mal nach. Eigentlich hat den Beyblade nur er hier. Shaddad. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt jetzt, aber... Genau. So, das kommt unten hin. Aber da haben wir auf jeden Fall schon mal das Richtige. So, ich glaube, das war das hier. Right? Das kommt ja, das kommt dahin. Moment mal. Wir können es eigentlich gleich richtig machen, oder? Ist halt super eindeutig. Gibt Detail. Oben dieses komische Reagenzglas-Ding, dann diese, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob das immer irgendwie neu generiert wird, oder, warte mal, ist es das hier, ne? Oh, ich glaube, das Markteil ist fertig. Ja. Ja. Das sieht richtig aus. Okay, alles klar. Lol. Oh! Was ist das hier jetzt für eine Szene, Alter? What? Es gibt auch immer wieder was Neues. Das war gar kein Fail. Wir haben nämlich viel von der Story erfahren. Das war krass, ey. Realize me, Raymond Delver. Raymond Delver. If I am to disappear, know that it was not her. I should be killed on sight. This sounds terrible. 44. Wait. Sind das irgendwelche Zahlen? Moment.
44 am Ende. Das könnte der Code sein für draußen den Keller. Es gibt vielleicht auch noch andere Hinweise darauf, wie wir das irgendwie rausfinden können, als diese Szene, die ich eigentlich im Kopf hatte. Aber ich wüsste nicht wie. Moment mal, bevor wir jetzt irgendwie was triggern, gucke ich mich mal ganz genau um. Das ist interessant. Sagt er vielleicht irgendwelche Zahlen? Ich klicke da mal noch nicht. Das hört sich schlecht an. Ah, es gibt nirgendwo anders Zahlen. Ich weiß es nicht. Schade, die letzten Ziffern könnten die 44 sein. Okay, keine Ahnung. What are you doing here? Uff. Boah, Gott. Ey, Junge, ich weiß gar nicht, wo ich da jetzt dabei war. Oh Mann. Aber irgendwas ist mit dem, ne? Fill empty reservoir bag. Warte mal, ich war hier gerade dabei, ne? Ja, genau. Oh nee, es geht schon wieder irgendwie was los. Krass, Alter. Ich könnte versuchen, die ersten 4 Ziffern zu raten, aber das ist halt komplett größenwahnsinnig eigentlich. Weil ich wüsste nicht, was das sonst da am Anfang wäre. Also, beziehungsweise, was diese Zahlen bedeuten sollen. Anders als der Code für den Keller. Da! Er hat ein Symbol. Er ist es. Er ist es auf jeden Fall. Wir müssen die anderen gar nicht mehr verbrennen. Wir können das zweite gute Ending triggern, indem wir ihm einfach burnen. Weil wir haben die Markierung. Wir müssen... Dürfen die anderen nicht verbrennen. Die anderen meine ich einbalsamieren. Okay. Ich schätze, das ist korrekt. Aber für ihn hier geht's ab in die Flammen. Wir brauchen die gar nicht. Das ist mindestens ein Achievement. Oh ja, ich bin mir sehr sicher. Diesmal hast du es mir sehr, sehr einfach gemacht. Der bewegt sich. 100 Pro ist er das. Okay, die Animation hat gerade das Dings nicht mitgeladen. Interessant. Nice. Das ist der zweite von 3. Und jetzt bin ich schon am Ziel. Wir haben immer noch das nicht mit dem Keller gemacht oder das mit den Münzen, aber ist egal. Das ist das zweite Ending. Müsste eigentlich so sein. So, komm, let's go. Ich zieh das durch. Ich verstehe die Welt nicht mehr, wenn er das jetzt nicht ist. Ich kapier's nicht. Markierung war auch eindeutig. Oh, ja. Speedrun und I know you. Alles klar. Weil wir es unter 45 Minuten, glaube ich, geschafft haben in der Runde, das abzuschließen. Geil. Nächstes 2 Achievements. Und ich glaube, es ist auch ein Hinweis darauf, dass das korrekt ist. Oder? Keine Ahnung. Habe ich jetzt ein Erfolgserlebnis, bitte? Komm, drückt mir die Daumen, Leute. Oh mein Gott. Bitte das zweite gute Ende. Bitte. Komm schon. You've come a long way. It's nice not to be the one down there for a change. Ist es? Mr. Dover? I think you can just call me Raymond. Warte mal. Do you always just pass out and wake up on the floor? It takes a lot. Wir haben es richtig auf jeden Fall. I've never simply walked out of here after. Das ist das gute Ende, das zweite. Das ist nicht so wie das aus der letzten Episode. The floor is better. Ja. Raymond, will this ever end? Ah, geil. Nice. I honestly don't know. I've been doing this a long time, Rebecca. Ja, ja. I've traveled all over, learning everything I can. I've never found anything that could put a stop to it. Das ist prinzipiell dieselbe Aussage. So no. Es wird nicht aufhören. I don't think jemand muss sich drum kümmern. So, we're just like this forever? It was hard for me too. Ja, der will halt in Rente, Rebecca. Checkst du das nicht? We have to face our worst selves constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Okay. Ja. Why don't you head home?
Get some rest. Who knows what's coming tonight? Noch zwei andere Enden. Piu, 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 piu. Sehr gut, Leute. Okay, jetzt habe ich mir aber euer Like bitte verdient. Ending 2 von 5. Noch 2, das vierte und das fünfte. Und ich will jetzt beide machen und ich denke mal, damit habe ich im Endeffekt den Grundstein gelegt. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen Glück oder diese gewissen Horror-Event-Szenen, die triggern halt jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, dass mir das Game da ein wenig hilft. Wäre auf jeden Fall nice. Du schon wieder, Alter. Sag mal, wie viel muss ich noch von euch verbrennen? Bis ich euch endlich los bin. 1970. The year of arrival of the House of Death, the birth of its creator. 1970, the full number shall be 6, also 4-4. Warte mal, dass ihr das lesen könnt. Also 1970, 4-4. Digga, wenn wir das draußen eingeben können, dann ist das genial. Wartet mal ganz kurz, vergesst alles. 1970, 4-4. Dann ist dieser Code quasi in verschiedenen Durchgängen versteckt. Das wäre so krass. Okay, wartet. Wartet. Können wir... Das ist doch aber ein Zahlenschloss. Wait. Nee? Nee, das geht nicht. Ah, aber wie... Aber... Moment mal. Wie bekommt man da Access? Ich weiß nicht, dann habe ich vielleicht doch zu einfach gedacht. Eventuell müssen wir eine andere Kellerszene vorher abschließen oder ein anderes Ending. Das könnte natürlich sein. Oh, ich weiß es nicht. Aber ich sollte mir das merken. 1970, 4-4. Das muss auf jeden Fall irgendwas bedeuten. Das ist irgendein Code. Okay, ich weiß, wer hier der Dämon ist. Es ist Wakireth. Weil das L haben wir schon und jetzt den Beyblade. Da stand jemand da. Hi, grüß dich, ja? Er hat gerade mitgehört, wie ich seinen Namen erraten habe. Sehr schön. Meistens merkt man es schon. Oh, nach dem ersten oder zweiten Symbol spätestens ist es ziemlich, ziemlich eindeutig. Okay, oben dieses Z und unten dieser Globus oder... Ja, wie soll man das auch nennen? Moment. Oben Z, unten dit Ding hier oder Lollipop, Alter. Oder? Ja. Yeah. Ich glaube, das ist fertig. Aber das ist der erste Kandidat hier. Ich habe überhaupt keinen Hinweis darauf. Ich schätze mal, der ist es nicht. Er hat sich übel ruhig verhalten. Also ich kontrolliere den gleich nochmal auf Markierungen, aber ich schätze mal, der Typ ist durch. So, ich drehe den nochmal. Das muss man immer am besten gleich machen, so. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielversprechend ist, aber... So, da ist nichts drauf. Ich drehe den nochmal von der Seite. Irgendwas quatscht, wenn ich den anfasse, aber... Ist, glaube ich, auch egal. Warum stehe ich jetzt wieder? Jo, bitte jetzt kein Glitch. Oh Mann, Alter. Okay. Nee, der ist sowas von unverdächtig. Meine Güte. Der ist markiert. Der hat einen Slash, den ich sonst nicht zuordnen kann. Das heißt, das ist eigentlich auch eindeutig, oder? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich glaube, er müsste es sein. Aber das Problem ist jetzt in dieser Runde nicht, den richtigen Zombie, wollte ich schon sagen, Dämon rauszufinden, sondern dass die Events triggern, wo ich die anderen Endings erreichen kann. Das ist eher so mein Concern irgendwie. Weil das kann ich halt nicht beeinflussen. Glaube ich zumindest. Wisst ihr was, Leute? Vielleicht muss ich das irgendwie doch haben. Also die Münzen an dieser Szene. Vielleicht sollte ich mich nicht darauf fokussieren, auf diese eine Szene, wo die da am Flur hängt, sondern vielleicht ist das hier das Gleiche. Ich kann dir nur nicht beides geben, weil ich zu weit fortgeschritten bin vom Spiel. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe das einfach mal zumindest. Ich muss nur den richtigen Körper finden. You should have died when you had the chance. Wir gucken mal. Halt!
Oh shit! Don't you miss me? Oh Gott! I thought maybe I could send you this for me. What? Just a little cup. Oh, what's wrong with that? Alter Junge! Mit dieser komischen Maschine im Hintergrund ein bisschen awkward, aber. Okay. Das zweite Ending der Oma-Szene. Sehr interessant. Ich glaube, die Frau hier ist trotzdem relativ unschuldig. Ich meine, wir können auch mal nach Symbolen. Nee, wir können nicht nach Symbolen gucken, noch nicht. Erst wieder am Ende. Egal. Egal, ich glaube, also der andere hat Cuts, so, von daher, wird erst sein. Ich kann jetzt nur hoffen, dass das mit den Münzen klappt. Bitte. Bitte gib mir ein neues Ending. Good morning. Nein. Mann, Alter. Raymond? Das ist halt... I suppose a first name basis is in order. Das ist halt echt doof, ne? Did I make it? Is it over? It's never over. Bla bla bla. Ja, das ist so schade. Drei. Oh, das war das Schlechte, ey. Das war der Körper nicht. Weißt du, das war so. Das war wieder sowas wie, das ist halt irgendwie super uneindeutig gewesen. Mein Problem ist, ich muss auf die richtigen Szenen warten. Sonst kann ich das nicht machen. Das ist halt super doof. Ich verschwende hier mit jeder Runde übelst Zeit und es nervt mich. Okay, Leute, es ist wieder diese Szene. Und wieder fraglich, was ich damit machen soll. Weil das hat ja jetzt die beiden anderen Male auch nicht funktioniert. Ich habe keinen Plan. Ach so, die hat die Münze schon. Ich kann es ihr gar nicht geben. Ey, das Ding ist halt... Ach, Mann. Oder kann ich das austauschen? Ich kann das hier nicht benutzen. I can't use that here. Moment. Wo ist das Necklace? I can't use that here. Oh Mann, aber warum nicht? I can't use that here. Mann. I can't use that here. Das ist so doof. Ich brauche diese andere Szene, aber ich krieg sie nicht. Und das nervt mich. Ich kann nichts dafür. Ich kann das nicht beschleunigen oder so. Das ist so ein Bockmist. Wait. No way, hier ist das Keypad! Warte! What? Das ist hier draußen! Ich habe einen veralteten Guide gesehen! Oder gelesen, besser gesagt. Oh mein Gott! Das ist der Schlüssel! Er ist es, by the way. 100%. Der hat Slashes am Bauch. Und der spukt hier rum, Alter. Oh mein Gott, jetzt kriege ich doch noch... Ey, das hätte ich schon vor... Das hätte ich schon eben machen können. Meine Güte. Und ich wundere mich hier die ganze Zeit. Hatchkey. Wow. Jo, wir haben's. Oh, da bin ich aber froh. Ich muss dann doch nicht warten. Das ist nicht so kacke gemacht, wie ich dachte. 1984, 29. Mai. Ich bin nicht so sicher, warum ich mich dazu entschieden habe, das niederzuschreiben. Tagebuch zu schreiben ist das Einzige, was mir hilft, damit umzugehen, mit dem, was passiert ist. Ich krieg meine Gedanken so raus aus mir. Ich dachte, das wäre vorbei, aber es ist mit David passiert. Ich kann mich daran erinnern, wie das aussieht. Ich weiß, ich habe keinen Plan. Ich möchte das einfach schreiben. 3. Juni. Ich denke an David. Ich fühle mich schrecklich. Was er wurde, ist schrecklich. Und ich erinnere mich daran, was ich noch nie in einer lebenden Person gesehen habe. Es hat mir die Gedärme umgedreht, bla bla bla. Ich konnte es nicht glauben. Ich meine, es ist zwei Jahrzehnte her. Als der Körper hier ankam. Okay, bla bla bla. Also ist das halt seine erste Begegnung sozusagen mit dieser ganzen Geschichte hier, mit der Possession sozusagen? Ich konnte das nicht mehr ignorieren. Ich habe ihm gesagt, dass er in Gefahr war. Aber all das war real. Okay, ich verstehe das nicht. Dann ist er nicht der, der das entdeckt hat?
3. April 1958, also mein Kollege quasi. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer hier wer ist, Alter. Okay, Moment. Ich versuche das mal für euch zusammenzufassen. Ja, er redet quasi über diese ganzen Fälle und wie er denkt, dass man das nicht aufhalten kann. Arme Angela, bla bla bla, ich werde dich immer vermissen, Maria, das ist wahrscheinlich seine Frau. Ich sitze hier und habe Angst, dass es mit mir passiert, ich muss die Kontrolle behalten. Hier hat er wahrscheinlich herausgefunden oder zusammengetüftelt, wie er damit umgehen soll. Hier sind diese ganzen Steine, genau. Dass er sozusagen, naja, wie soll ich sagen, diese Dämonen dauernd zurückhalten muss, aber nie ganz aufhalten kann. Übelst krass. Okay, ich meine, oh, hier ist noch ein Tape. Das haben wir uns noch nie angehört. Lass uns das mal machen. Mr. Delver. Okay, alles klar. Ah, der hat irgendwen beauftragt mit seinen Researches sozusagen. Und die haben ihm wahrscheinlich diese ganzen Sachen gebaut, wenn ich das richtig verstehe. Es war gut, mit ihnen zu arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, zu ihnen zurückzureisen. Ah, okay, diese ganzen Übersetzungen von den Dämonennamen. Ja, okay, gut. Das ist jetzt für mich nicht allzu interessant. Ihr könnt das gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Aber auf jeden Fall ist jetzt nicht der wichtigste Story-Part, aber hier erfährt man ein bisschen was über seine Beweggründe, über seine Feelings, also die von Raymond, ne? Heißt er, glaube ich. So, ja. Ich habe unablässig gearbeitet. 27. März 1989. Ein Kontakt in Ägypten. Sehr, sehr erfolgreich. Mr. Sala, okay, das war der kann das jetzt zusammensetzen. Und hat daraus sozusagen einen Wikipedia gebaut, Alter. Übelst interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier noch was machen kann. Oder ob das reicht, dass ich Access habe zum Keller, bevor ich den Buddy verbrenne. Ich muss nur mal gucken, wie weit das schon fortgeschritten ist. Oh, ich muss mich beeilen. Oh, shit! Large Old Key! Ah! Das ist es! Ich habe jetzt keine Zeit für dich! Ich habe keine Zeit, ich muss hier raus! Lass mich raus! Verdammt, ich kann nicht! Mann, Digga, geh doch! Der boxt mich jetzt! Alter! Komm, let's go, ich muss doch die frische Luft, Junge, bevor du mir hier komplett abdrehst, mein Freund. Komm schon. Ey. Es ist super ruhig, es ist übelst ruhig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kann ich hier irgendwie Licht anmachen? Dankeschön. Ich muss mich mega beeilen, weil sonst bin ich Game Over und der Fluch übernimmt mich. Ich meine, ist auch ein Ending so. Und ich habe jetzt begriffen, wie man das hier macht, also. Moment. Large Old Key. Was ist hier drin? Are you out there? What the fuck? Hello. Oh, I knew you'd find me. Our Secret Below, das ist ein anderes Spiel von den Entwicklern, haben wir auch gespielt. I'm scared. Please, please help me. Oh, Digga, what? I'm fucking scared. Don't you hear me? I tell you, help me. Get me the fuck out of here. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber wenn eine Holzkiste dich aufhalten kann, kann ich es vielleicht auch. Look at this. Who are you now? Alter. Yes. Look at you, look at you, look at you. Sie war der Anfang, oder? Habe ich das richtig gelesen? Do you see what he's doing? Who could do this to someone? Die verarscht mich. I think you should let me die lebt nicht mehr. I'm going to cut you open. And stop the burning embers of this fucking building. You and Jake, you bet for death. Holy shit. Ich kann's nicht zumachen. You'll be here soon. Alter. Alter, das ist krass. Ach, der nimmt hier das Blut von der. Quasi für deine... Oh mein Gott. Das ist abgefuckt, Mann. Oh, Alter, ey, das Spiel wurde gerade 5 Grad schlimmer, yo. Meine Güte. Okay. Jetzt muss ich mich echt beeilen.
Ich muss mich wirklich, wirklich beeilen. Okay, was muss ich noch machen? Fill an empty Dingensbummens. Komm. Komm, ganz schnell. Ich glaube, ich muss den komplett einbalsamieren, oder? Oder kann ich das Ding schon mal nehmen? Nee. Ah, ich weiß es nicht. Kann ich den wegfahren? Ich kann das nicht benutzen. Ich muss es erst fertig machen. Verdammt. Okay, jetzt habe ich aber Panik. Komm, Beeilung. Die Musik. Oh Gott, ist gleich vorbei. Das schaffe ich nicht. Nein. Mach hin. Oh. Er hat's gleich. Verdammt nochmal, das war so einfach. Also den zu identifizieren in dieser Folge, meine ich. Ich brauch Cleanser. Musik, stress mich jetzt nicht, yo. No. Ich bin doch dabei. Junge, hör auf, nur noch Moisturizen. Oh, das Moisturizing-Tuch ist zu schwer. Komm. Mach hin. Der hat mich gleich. Der hat mich gleich. Oh Gott, ich hab Panik. Komm, klick. Klick. Schön zur Kosmetik, mein Freund. Yes, keine spröden Lippen mehr für dich. Okay, das war ein Speicherpunkt. Nein! Nein! Das war's. Game over. Oder doch nicht? Wait, doch nicht. Nein, ich bin nicht falsch, Alter. Du bist fucking gruselig. Komm her. Ich habe ihn richtig benannt. Das war easy. Bitte spiel, dreh jetzt nicht durch. Ich muss den drehen. Und zwar ganz schnell. Komm, Sensitivität. Let's go, lass mich nicht im Stich. Es ist 5 vor 12, yo. Oh Gott. Geschafft. Das Basement Ending. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bitte. Bitte. Oh, das wäre jetzt so krass. Alter. Hammer's? Ich weiß nicht, was passiert, ey. Ich kann nur hoffen, dass ich es richtig habe. Ich habe auf jeden Fall die beiden Achievements, also von daher. Digga, ich nehme das seit fast 3 Stunden auf, Alter. So krank. Raymond. Das ist was anderes. I'm here. I can't believe you. Ja. Sie konfrontiert ihn. Monsters. Ich hab's geschafft. I've said already that I've had to accept everything about myself. Just like you do. This is a necessary evil. It's sick. Es ist notwendiges She's Böses. Down there. Right now, just suffering for no reason. Ich will die aber auch nicht rauslassen da unten. Not anymore. Die ist nicht mehr da unten. She's been gone for years. You don't know that. Sie ist schon tot seit Jahren. You're just gonna let her stay there. You don't know what she's feeling. You are torturing her. She's helping me survive. She's helping us survive. Without her. There's no reagent. Without the reagent, we have nothing. Ja, wir brauchen diese Flüssigkeit. You want to have a chance at life, it comes with a cost. This cost. Oh, krass. You have to make a choice, just like I did. What choice? Keep her alive to just bleed her over and over again to save ourselves? If she can't be saved, end the torture. I mean, she's down there suffering for your own gain. My gain. You used her du hast sie auch benutzt. Naja, aber unwissentlich. Come on. The job. You used her blood anyway. When it came down to it, you chose survival. Just stimmt. Like I did. Ich habe das Blut für den Dämon benutzt, um den dann zu verbrennen.
I can't kill her, Rebecca. Krass. I know it's the right thing to do for her. I know. Übelst dark, Alter, meine Güte. The only one. What? Sie ist nicht die Einzige. I've seen many experience what you did. None have survived. Oh, krass, es gab schon Vorgänger von mir. Raid and suffer until they're no longer themselves. I didn't know what else to do. Okay, krass. I couldn't just let them suffer. I searched for years to find a way to reverse it. Er hat nach dem Weg gesucht, das alles rückgängig zu machen. Isn't that better than nothing? I've killed them all, Rebecca. Was the only thing I could do. Der hat meine Vorgänger alle umgebracht? So, yes, I am a monster. Digga, der Typ, Junge! This one horrible thing has prevented me from having to take any more life. Alter. I would choose that again and again. I can't live with any more death than I already do. Er kann nicht mit mehr leben? Was, jetzt nicht mehr? I've made peace with it. The choice is yours if you can too. Okay, er kann damit leben. Die Frage ist, ob ich das kann. Wir sehen uns morgen. Boah, heftiges Ending, ey. Boah, ist das finster. Meine Güte. Alter. Okay, one to go. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch schaffe, Freunde. Uff. Okay, Leute, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es ist richtig, dieses Event im Flur, wenn sie da hängt und wo wir die Münzen geben müssen, um das Secret Ending zu triggern, ist komplett random. Ich könnte jetzt noch 10 Durchgänge spielen und es würde nicht einmal passieren. Oder ich krieg's beim ersten Mal. Ich habe jetzt aber echt wenig Zeit, weil es ist schon spät und ich muss es noch schneiden. Vielleicht machen wir da noch ein extra Video zu. Nehmt's mir bitte nicht übel, aber ich hänge hier, wie gesagt, seit bald 3 Stunden und ich habe mein Bestes gegeben, das euch alles zu zeigen. Und jo, ich hoffe, ich habe trotzdem mal einen Daumen nach oben verdient. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr das Video mega liked und ich das in den Kommentaren sehe, dann mache ich das gerne noch. Dann versuche ich das so lange, bis ich das schaffen kann. Aber wie gesagt, ich mag das nicht, wenn ich da nicht die Kontrolle drüber habe, was passiert. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich einfach warten muss, bis das Spiel mal zufälligerweise sagt, ja, ich gebe dir diese Szene. Ich finde das ätzend. Aber gut, wir haben das Wichtigste zur Story gesehen und es abgehakt. Es fehlt nur noch ein Secret Ending und ich glaube, wir können schon mal hier zufrieden sein. Dankeschön vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.